Hallo und willkommen zu Rainbow Six Siege, der Beta. Ich habe einen Beta-Key bekommen und habe mir gedacht, hey, packe ich das mal an, nehme mal was auf. Mal schauen. Ich habe mir gedacht, also ich habe jetzt schon mal mir hier alle drei Tutorial-Videos angeguckt, mir einen Operator gekauft und einmal gespielt, soweit zu meinem Spielstand. Ich bin kein Überpro, ich habe nur mal mich eingelebt. Ich zeige jetzt einfach mal, weil es eine Beta ist, ein bisschen was vom Spiel zeigen will, zeige ich jetzt erstmal diese drei Tutorial-Videos. Wen es interessiert, kann es angucken. Wer nicht, ihr seht hier eine Minute 5, Minute 8, Minute 20. Einfach geschätzt 4 Minuten vorspulen, meinetwegen, oder was weiß ich. Ich zeige dir jetzt mal, bin still, weil ich habe gemerkt, die sind ein bisschen leiser. Eventuell einfach den Ton schnell hochdrehen. Also fangen wir an mit Barricade. When defending, you can barricade door and window frames to slow down attackers and cut off the line of sight. You have an unlimited number of barricades and can barricade as much as you want to secure your position. Barricades have limited durability. A single melee hit from an attacker is enough to break through. Three melee hits and they'll collapse completely. Barricades can also be destroyed by gunfire. Some firearms are more effective than others. For instance, a shotgun is likely to be more efficient than a pistol. Breach charges can easily break through a barricade. Deploy the breach charge, step aside, and trigger it remotely to take out the barricade. Residual smoke and debris will provide some cover as you utilize the new line of sight. Floors. Many floors can be partially broken and shot through. For instance, wooden and vinyl floors can be partially destroyed while concrete and marble floors cannot. Floors are only breachable through the trap doors. By detonating a breach charge on the trap door, you can create a passageway to the floor below. Defenders can deploy reinforcements on the trap doors to prevent breaching from the floor above you. Und zu guter Letzt Walls. Wall properties depend on their material. For instance, drywall or wood walls are destructible. But concrete and metallic walls are not. Breach charges show their full power when deployed on their primary target, walls. Many walls can be breached. Some of the destructible walls can't be entirely demolished, as they are built on metallic frames. Breaking them creates new lines of sight, but they can't be breached. Defenders can protect some of their walls with reinforcements.
Attackers can recognize reinforced walls by the anchors used to hold the reinforcement in place. Choose wisely. Unlike barricades, reinforcements are limited to 2 per defender. So, das war's mit den Videos. Ich hoffe, die waren laut genug. Weiß nicht, vielleicht hat es jemanden interessiert. Jetzt zeige ich mal hier, wie das mit Operators aussieht. Also ich habe mir den Bandit gekauft. GSG-9, fand ich cool. Kann man hier im Loadout, kann man das Ganze personalisieren, die Waffen, oder ein bisschen anpassen. Kann man halt hier ein paar Visiere drauf machen, Schalldämpfer, ja, Flashlight, jo. Skins, wer es braucht. bei der Shotgun ebenfalls Visier. Also ich weiß nicht, wer ein Visier auf einer Shotgun braucht. Ich brauch's nicht. Aber soll jeder selber wissen. Hier sieht man die Gadgets, die der dabei hat. Ja, kann man hier das Video angucken. Ist sehr spannend. Ja, jo, was gibt's noch zu sagen? Jo, wow. Naja. Dann kann man hier Unlock New Operators machen und kann man hier erstmal nach den verschiedenen Ländern gehen. Ich hätte jetzt eigentlich relativ gerne noch als Attacker die hier gehabt. Da das aber, wenn man einmal einen gekauft hat, hier teurer ist, das ist auch so ein Punkt, das stört mich, weil das im Prinzip ja nur... Es gibt ja keinen Grund, wenn die jetzt dafür besser wäre oder was weiß ich, für den höheren Preis, wäre ja okay. Aber das ist einfach nur, damit es teurer wird im höheren Spielverlauf und man länger braucht, bis man was erwirtschaftet hat und länger spielen muss. Das nervt mich ein bisschen, deswegen werde ich mir als nächstes hier den Sledgehammer wahrscheinlich kaufen. Spielen wir jetzt erstmal eine Runde, hier 432 in dieser Währung. Müsste bald möglich sein. Ich will halt einen Attacker und einen Defender am Anfang gleich mal haben. Das wäre ganz cool. Jetzt spiele ich einfach mal Multiplayer. Den richtigen Multiplayer, weil gegen KI muss ich nicht unbedingt spielen. Das brauche ich eigentlich nicht. Jetzt spielen wir mal hier, starten mal die Runde. Ich muss mal gucken, wie ich das mit der Folgenlänge mache. Wie lang so eine Runde geht, keine Ahnung. Ich habe zwar mal eine Runde gespielt, ich habe aber nicht drauf aufgepasst, wie lang die ganze Chose ging. So, geht los, habe einen kleinen Cut hoffentlich gesetzt. Ich will das. So. Und bei den anderen spawnen. Perfekt. So, ja, ich war in der Zwischenzeit, habe ich noch etliches gemacht. Ich habe Wasser geholt, war noch ein paar kleinere Dinge gemacht. Hat echt lang gedauert, in die Runde reinzukommen. Ich überlege echt, was ich noch als nächsten Attacker nehmen könnte. Der Sledge war ja, weiß nicht, irgendwie... Weiß noch nicht, ob ich den nehme. Muss noch überlegen. So. Jetzt guckt mal hier am Anfang mit so einer kleinen Drohne nach den... Spielen wir hier Bomben? Entweder guckt man nach Bomben oder nach Geiseln. Ist gar nicht mal so. Sind gar nicht mal so unterschiedlich, die Spielmodi. Einmal entschärft mal Bomben, einmal befreit mal Geiseln. Ich dachte gerade, da stimmt hier. 10 seconds before insertion. Alter, wo sind die Dinger? Ich glaub's. Insertion in 5 seconds. Ist denn hier the raus? Diffuser is now secured. A bomb must be located and defused. Alter. Alter. Wow.
Da schießt einer auf Teammates. Oder hat einer auf Teammates geschossen. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hab die Bombe. Scanning for electronics. Hier ist keiner drin. Und sind die ganz oben? Die sind ganz oben. You've been spotted. Enemy detected outside. The diffuser is no longer in your possession. Kacke. Scheiße. One blue four operator remaining. Das ganze Spiel. Muss man ja mal sagen. Richtig geil, dass wir von unserem Teammate angeschossen wurden am Anfang. Jetzt rockst, dann bist du der König vor dem Herrn. RED active. If it runs on batteries, I'll see it. Das ist das, was ich in der Klasse so geil finde. Dass der sehen, oder dass die sehen kann, wo die Gegner sind. Ich glaube, die Klasse hole ich mir. So spannend. Komm. Finish. Alter, wie schießt du denn? Ach du Schande, hat er schlicht. Boah, dann wird auch noch von dem gekillt. Hey. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, war eine richtig gute Runde von mir. Wow, ich bin damit Zweiter. So, zweite Runde. Jetzt nehme ich hier meinen geilen Bandit. Ja, wieder dasselbe Loadout wie immer. Beim Smoker ein Doc. Oh, ein Doc. Mit einem Doc habe ich noch nie gespielt. Cool. Mit dem Mute. Mit dem Mute habe ich auch noch nicht gespielt, da weiß ich auch nicht, was er macht. Hm, wahrscheinlich, ja klar, muten, aber was im Speziellen eben seine Fähigkeiten sind. Secure the bombs. So, einmal hier unten die Bombe. Den hier. Dann die zweite Bombe ist oben. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Noch den hier. Op 4 located a bomb. Protect it. Swapping mag. 10 seconds remaining. We're ready. Down to 5 seconds. Wie möglich sein, die Dinger zu treffen. Be ready for hostile action. Loading new mag. Ich will wohl lieber dem Typen unten.
Safe. Okay, ich komme nicht von unten. Da kommt er doch einfach mal von da. Blue 4, last operator standing. Op 4 is defusing a bomb. You need to disable their diffuser. Nein! Ich hab den noch. Aber ich wurde von oben gekillt, glaube ich, oder? Das interessiert mich jetzt. Oh Mann, mein Team ist kacke. Team ist echt ein bisschen kacke. Ich will den IQ. Das wäre irgendwie cool. So ein Schild-Typski will ich auch später nochmal irgendwann haben. Wow, wer startet? Warte mal, startet mit zu viert. Oh yeah, richtig geil. Eine Billo verlassen hat. Ja, cool. Naja, egal. Das ist jetzt auch hier nicht, um irgendwie große Skills zu zeigen, sondern einfach mal um einen Einblick ins Spiel zu geben. Wofür halt so eine Beta da ist. Jetzt beide mal ganz oben. Ja, auf jeden Fall wissen wir, die sind ganz oben. You must locate and defuse a bomb. Sneak mich mal von unten durch. Hat zwar letztes Mal nicht geklappt, weil die Treppe ein bisschen hart zukämpfen. Oh, cool. Immerhin mal ausgeglichen jetzt. Okay, noch ein bisschen. Nein, wieder! Oh, wieder da runter guckt. Ja, okay, das war das letzte Mal, dass ich das versuche. Ja gut, ich würde es genauso machen, aber... Boah. Eins gegen drei. Sludge, mach was. Die bauen gerade die Barrikaden neu auf. Ja, da sind die vorhin durch. Lass das wird nix. Wow. Junge, du bist an der falschen. Du hängst komisch. Da nur eine Treppe hoch, das ist ein bisschen kacke jetzt. Ich dachte, da gibt es eventuell mehrere. Ich
Guck mal, vielleicht haben andere Spieler auch eine immer so. Das ist kein Gegner. Das ist kein Gegner, lass den. Das ist jetzt auch kapiert. Cool. Wow, hast du keinen Bock oder was? Wow, unser Sledge hat glaube ich keinen Bock zu spielen. Gibt es noch eine Treppe außen rum? Stimmt, stimmt, stimmt. So bin ich vorhin glaube ich mal reingegangen. So gehe ich glaube ich auch nächstes Mal rein. Ja, ja, das ist schlau. Wir sollten auch, glaube ich, das mit dem immer auf einem Punkt spawnen, ist ein bisschen scheiße. Man sollte sich, glaube ich, eher aufteilen. Naja, aber ich bin halt auch noch kein Profi hier drin. Total Defeat, yo. Alter. Ich würde sagen, eine Runde spiele ich noch. Yo. Bin gleich mal am Anfang gestorben. Also die letzte Runde lief irgendwie mehr. Oh, und 4 gegen 4, okay. Cool, wenigstens hier muss ich nicht cutten. Oh, eine Map, die ich noch nicht hatte. Attacker. Ist dumm, ich könnte mir jetzt eigentlich schon Attacker kaufen. Ich müsste ich aber nochmal raus. So, dieses Mal... Nochmal die Aug. Ja, ansonsten passt alles. Fast gucken. Komm, spawn ich halt mal bei den anderen. Ich hoffe, die werden Ahnung haben. Ich will den IQ. Spare ich auf den. Wäre eigentlich schon cool. Ich weiß nicht, der Sledge, der gefällt mir. Bei. Komm, scheiß drauf. Ich glaube, ich hole mir den Sledge. Ist ja egal. Das cool, im Endet nimmt niemand, deswegen kann ich den nicht mehr nehmen. Oder? Da kann glaube ich, keine Klassen doppelt nehmen, oder? Ach, keine Ahnung. Ich bin im Spiel überhaupt kein Profi. Gar keine Ahnung. Geil. Kommt man nicht durch. Biohazard container has been located. 10 seconds. What? 5 seconds to go. Fenster reinkommen. Time to make a new take cover. It's hot. Hier durch ein Fenster durch. Wenn ich richtig bin, dann ist das hier der Geisenhall. Securing the
hinten. Aus dem Raum könnte ich mir freuen. Nice work. Jawohl, Round 1. Hey! Das lief jetzt mal ganz gut. Schon mal als erste Runde. Defend. Juhu, ich kann wieder meinen geilen Bandit nehmen. Bandit. Ach komm, ich probiere mal die MP7. Garage? Ja, komm, Garage. Ich habe keine Ahnung von den Spawns. Jäger. Ja, der ist auch noch. Der ist glaube ich mittelschwer. Ich hab eine leichte Klasse. Weiß nicht, ich glaube ich könnte auch eigentlich sehr gut eine schwere nehmen, weil ich niemals crouchend rumlaufe. Muss mal die Angänge zu machen. Ups, das wollte ich gar nicht. Protect the biohazard. Nitro deployed. Stop the hostile. Ah, fuck das, Shit, fuck this shit. Scheiße. Naja, ich muss irgendwie Server nächstens versuchen. Ich würde der Typski interessieren, der noch bei mir war. Ich habe irgendwie verpeilt, wie ich die Flash werf. Doch noch eine Flash. Ja, ich habe eine Flash. Op 4, last operator standing. Jawohl. Ich muss den noch irgendwie kriegen. Komm, das schaffst du. Alter, was ein Noob-Battle ziehen die denn gerade da? Wow. Wow. Richtig gut, da kann man schon mal klatschen. Geil. Also irgendwie macht mir das Spiel echt Spaß. Wähle ich mal das aus. Biohazard container location. Ich bin hinten heute kommen. Ah, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Durch den Keller könnte ich auch gehen. Da hinten ist ja der Kellerweg. Okay,
dort, wo es bei uns ist, ist bei denen nicht. 10 seconds to insertion. Ja, ich hab's Gefühl, es ist immer am gleichen Punkt. Insertion in 5 seconds. Biohazard container location unknown. Find the biohazard container. Das ist bis hier zumindest mal viel angenehmer. Bei Hören der dort, das kann ich ja hier holen. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. The biohazard, secure the room. Protect the biocontainer. Four last operator standing. Resume release, securing the container. One blue four operator remaining. Op 4 eliminated. Blue 4 mission successful. Den habe ich ja schon vorher gesehen. Dart aiming skill. Dart aiming skill. Einfach irgendwie tot gesprayt. Jawohl, sogar zu null. Richtig geil. Gut, Leute. So, das, so, ich würde sagen, damit beende ich dann die Runde. Ich hoffe, das war zuerst mal ein ganz guter Einblick. Ich mache auf jeden Fall noch eine Folge, zum Minimum. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.